Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute zu deinem Auswahl-Orakel, okay? Heute hatten meine Karten einfach mal Bock, was anderes zu machen. Warum auch immer, okay? Leute, passt es an, ja? Situationen, Altersklassen, was auch immer. Bedenkt nur bitte, dass meine Videos für euch als bewusste Menschen sind, aber auch direkte Ansagen für euer Unterbewusstsein, okay? Deswegen ist es auch wichtig zu wissen, in diesen Videos kann ich euch nicht immer aus verschiedensten, auch rechtlichen Gründen, alles sagen. Schreibt mich an für private Legungen, zielorientierte Therapien und Notfall-Expresslegungen bekommt ihr am gleichen Tag noch, wenn ich spüre, es ist richtig, okay? Wichtig war es, es vorauszusagen. Also, Leute, jetzt fangen wir an. Drei Optionen. Option Nummer 1, mein Pendel. Option Nummer 2, der Engel. Option Nummer 3, das Chakrasteinchen. Ihr könnt auch alle drei Optionen nehmen, weil in den Karten, in dem Tarot, in der geistigen Welt, in der Informationsquelle, die an dich weitergetragen werden darf, ist es oftmals, dass alle drei Karten oder alle Karten, okay, die du auswählen wirst, eine bestimmte Bedeutung haben. Okay? Eins, zwei oder drei, wie bei Michael Schanze, ob du richtig liegst, siehst du, wenn das Licht angeht, ja? Okay, ihr seht, heute ist Humor, heute ist Spannung, heute ist Leichtigkeit, heute geht es darum, dich aus deinem tristen Alltag ein bisschen rauszuholen. Ich fange an mit Option Nummer 1, dem Pendel. Was ist das, was du heute wissen darfst? Ich mische auch nochmal, ja, damit du siehst, dass hier nichts gekauft ist oder nichts falsch ist, sondern alles mit ehrlichen Karten geht. Guck mal, Option Nummer 1, es liegt an dir. Es liegt ganz allein an dir, ob du etwas veränderst. Es liegt ganz allein an dir, ja, ob du glaubst oder nicht glaubst. Es liegt ganz allein an dir, was du entscheidest oder nicht entscheidest. Wichtig ist einfach nur, du darfst nicht hingehen und jemand anderen verantwortlich machen. Du darfst nicht hingehen, um wirklich einen Sündenbock zu suchen. Du darfst nicht hingehen, ja, dich in die Opferrolle zu zwingen, wenn du nicht bereit bist, etwas dafür zu tun. Es liegt ganz alleine an dir, was passieren wird und was nicht passieren wird. Denke also einfach nochmal drüber nach. Setz dich durch, wenn es bei den Kindern ist. Setz dich durch, wenn es um die Arbeit geht. Setz dich durch, wenn es um die Liebe geht. Wichtig ist einfach, es liegt ganz allein an dir. Option Nummer 1. Ja, ob sich etwas zeigt, nicht zeigt, verändert oder nicht verändert oder wie auch immer. Aber gehe wirklich hin und erlaube dir auch, dir selber einen Tritt in den Hintern zu geben. Ja, also ich kann es langsam echt nicht mehr hören, wenn ich Menschen habe, die mir sagen, Alena, ich warte schon so lange und du willst nichts dafür tun. Du sitzt mit Chips, ja, mit Fett-Cola, okay, vor dem Fernseher und wartest, dass die große Liebe klopf, klopf, klopf an deine Tür klopft, ja, um dich aus deinem tristen Alltag rauszuholen. Vielleicht nicht du, aber derjenige, der sich angesprochen fühlt, der weiß schon ganz genau, wen ich meine. Okay? Also Fakt ist einfach nur, du sollst nicht, ja, als normal denkender Mensch darauf warten und bauen, dass andere Menschen deine Leere, deine Lücken, deine Sehnsüchte stillen, wenn du nicht bereit bist, auch ein bisschen dafür zu tun. Deswegen heißt es hier, ja, nochmal, es liegt an dir. Okay? So, in Option Nummer 2, frage die Engel, frage die geistige Welt, frage auch Menschen, die in der Heilung sind, frage Menschen, die Ahnung haben, frage Menschen, die Erfahrung haben. Hier geht es vor allen Dingen durch ein Zeichen, wonach du dich sehnst, ein Zeichen, wonach du vielleicht hoffst oder wartest, kann sich dir nicht in den richtigen Moment zeigen, wenn du nicht bereit bist, die Augen aufzumachen. Hier geht es darum, warte, bis dass deine Intuition so stark genug und ausgeprägt ist, um dir den Weg wirklich zu zeigen, um Gehör zu finden. Okay, warte so lange, wie du innerlich bereit bist, etwas anzunehmen. Deine Situation wird sich definitiv verbessern, okay, wenn du ein bisschen wartest, okay, wenn du die Zeichen, die dann kommen, die Hilfe erkennst, aber auch ja, bereit bist, andere Menschen oder auch die Engel zu fragen, wo der Weg hingeht oder zumindest bereit bist, Hilfe anzunehmen. Hilfe kann auch ein Kartenleger sein, ein Arzt sein, ein Heiler sein, ein Mentor sein, ein Sohn, eine Tochter, was auch immer für dich gerade in dem Moment als hilfreiche Person dargestellt wird. Du sollst halt einfach nur hingucken. Option Nummer 3, ja, was möchte man dir sagen? Und hier geht es halt wieder so, ja. Es ist wichtig zu erkennen, wann der richtige Moment ist und es liegt an dir, es zu fühlen oder auch nicht. Okay? Und Option Nummer 3 geht es um das Verzeihen. Um das Vergeben, um das Loslassen, ja, um nicht in eine Routine zu verfallen. Und auch hier, du hast hilfreiche Personen
um dich herum, auch Therapeuten vielleicht, ja, der ein oder andere unter euch. Denkt dran, es gibt Milliarden von Leute, die dieses Video sehen werden. Okay, es gibt Milliarden von Energien, die bereit sind, in den Flow zu kommen, die auch zu spüren bekommen, was es heißt, im richtigen Leben zu sein oder im falschen Leben zu sein. Es ist wichtig, dass du einfach bereit bist, okay, über deinen Schatten zu springen. Komm aus deiner Zone des Komforts raus und bitte um Hilfe. Ja, guck mal, es liegt ganz alleine an dir, ja, ob du um Hilfe bittest, ob du was veränderst oder nicht. Es liegt ganz allein an dir, ob sich eine Situation verbessern kann oder nicht. Es liegt an dir. Man gibt dir den Nährboden, man gibt dir die Werkzeuge, man gibt dir die Möglichkeiten, man gibt dir die Hilfestellungen, aber es liegt an dir, was du machst oder nicht. Die Lektion aus beiden, aus allen drei Optionen ist, was du lernen sollst, ist, alleine kann man viel bewirken, aber alleine kommt man nicht ans Ziel, ja, ohne wirklich auch eine Energie zu bekommen, eine Quelle zu bekommen, eine Anzapfsäule zu bekommen, die einem dann wieder den richtigen Sprit, die richtige Frequenz gibt, den richtigen Mut gibt, okay? Deswegen sage ich euch immer wieder, schreibt mich an für private Legungen, ja, denkt dran, Notfall-Express-Termine für am gleichen Tag sind auch am Start, weil August und September sind Monate, ja, wo die Menschheit wirklich sehr viel Hilfe bedarf. Ihr habt es gerade in den Karten auch gesehen. Also traut euch auch wirklich hier um Hilfe zu bitten. Lasst los. Alle drei Optionen. Lasst los von diesen ganzen falschen Wahrnehmungen. Lasst los von diesem ganzen falschen Sein und geht wirklich in die richtige Energie rein. Mit Hilfe ist alles einfacher und ihr seid nie allein. Also Leute, bis dahin, alles Liebe und denkt dran, gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben ist es wert, ihr seid es wert und vor allen Dingen in die Liebe ist es wert. Ja, es ist immer der richtige Zeitpunkt, wenn du bereit bist, ja, zu zeigen, was in dir steckt. Also, wir hören uns. Bis dahin, bye.